Mit 3 Michelin-Sternen dekoriert und doch auf das Simpelste runtergebrochen. Offenliegender Ziegel, eine einsehbare Küche, die die Gäste gleich als erstes empfängt, wenn sie durch den Eingangsbereich kommen, und wenig Dekoration. Auch beim Essen macht das Konzept nicht Halt. Im Amador in Döbling in Wien kommt nur auf den Teller, was auf den Teller muss. Das aber in bester Qualität. Denn wenn der Rest nicht ablenkt, lässt sich das, worum es geht, besser genießen. Ich glaube, das ist auch meinem grundsätzlichen Charakter und Einstellung auch irgendwo geschuldet. Also, weniger ist mehr. Und wir arbeiten per se schon extrem aufwendig, aber es muss auch alles Sinn ergeben. Das ist ganz wichtig. Und deswegen zieht sich das natürlich auch durch die Inneneinrichtung, dass es muss schon schön und gemütlich sein. Das darf aber niemand jetzt irgendwie abschrecken oder gar zu viel Ehrfurcht etc. einflößen. Das wäre dann falsch, weil der Gast soll sich ja wohlfühlen. Also er kommt ja zu mir nach Hause. Er kommt ja durch die Türe und dann ist er zur rechten Hand die Küche und zur linken. Also er läuft ja durch die Küche zu uns quasi ins Wohnzimmer und dann kriegt er dann das Essen. Und das Wichtigste ist, dass er sich wohlfühlt. Ein Ort zum Wohlfühlen, aber auch sorgsam durchdacht. Eine Komposition aus vielen Eindrücken also. Das funktioniert eher wie ein Orchester. Ja, also viele vergleichen das auch mit Fußball. Mittlerweile bin ich da eher in der Musik. Ich orchestriere das Ganze. Ich hab großartige Musiker, die ihr Instrument wunderbar spielen. Und ich bin eher dazu da, dass die zusammen, gemeinsam einfach eine wunderbare Symphonie gemeinsam gestalten. Da muss man aufs Tempo aufpassen, auf die Lautstärke etc. Und gewisse Instrumente kann ich ja gar nicht so gut spielen wie die selbst, ja? Weil natürlich im Daily Business extrem fokussiert sind auf ihr Instrument, also auf ihren Arbeitsgebiet. Und ich mache aus dem ganzen Individualisten ist meine Aufgabe, ein Orchester zu bauen letztendlich. Ja, das macht großen Spaß. Damit da alles im Einklang ist, muss das Team gut eingespielt sein. Ja, mit Professionalität und mit Passion und Hingabe natürlich. Ja. Also Druck empfinden wir gar nicht, sondern das ist ein Geschenk. Das ist ja toll, dass wir jeden Tag so viele Leute erreichen, die dann auch aus der ganzen Welt und aus dem ganzen Land quasi zu uns kommen und bei uns ein paar Stunden verbringen möchten. Und das ist auch eine gewisse Verpflichtung, die man hat, die dann auch zufrieden nach Hause zu geleiten, weil unsere Philosophie ist, du kommst als Fremder und wenn du dann gehst, sind wir Freunde. So und so arbeiten wir auch. Ja, also auf den Teller und natürlich auch mit den Jungs und Mädels im Service direkt am Gast. Gäste aus der ganzen Welt kommen, um das Menü von Juan Amador, dem ersten und einzigen 3-Sterner in Österreich, auszuprobieren. Dabei geht es bei der Produktion und beim Probieren nicht nur ums Sattwerden. Essen ist für mich alles. Essen ist ist Freude, ist unser Körper braucht Essen. Unser Körper braucht vor allem gutes Essen. Und deswegen ist es irgendwo auch so die Basis unseres Lebens für mich. Tatsächlich, ja. Juan Amador wirkt bei seiner Arbeit vielmehr wie ein Künstler und Koch gleichzeitig. Sorgsame Handgriffe, das richtige Timing und Konzentration bei so etwas Vergänglichem wie Essen. Zu sehr in der Kunst verlieren will er sich dabei aber nicht. Nein, also das Wichtigste ist der Geschmack auf jeden Fall, auch dass es Sinn ergibt. Das sind auch immer wieder ein paar so Geschichten mit dabei. Kindheitserinnerungen spielen eine große Rolle. Nachvollziehbarkeit, also nichts Verkünsteltes, weil Küche driftet ja auch gerne auch in andere Genres ab, wo man einfach auch nicht mehr versteht. Und dann würde ich finden, dass wir zu weit gegangen sind. Also, es ist schon sehr, sehr wichtig und obwohl es so schlicht daherkommt, ist es eine ziemlich komplexe Angelegenheit, jedes Gericht für sich. Damit seine Gerichte auch perfekt abgestimmt sind, müssen die passenden Produkte verwendet werden. Und da kommt es nur auf eines an. Geschmack. Ja, Geschmack ist natürlich ziemlich plakativ, aber ja, also ich glaube schon, dass wir eher so also es ist nachhaltig, es ist ein Geschmack, der nachhaltig ist, der dann auch, den du noch im Kopf hast, ein paar Tage danach. Und
noch länger. Und einzelne Produkte würde ich jetzt gar nicht groß hervorheben wollen, weil dann würde ich ja allen ein sehr gutes Olivenöl, ein sehr gutes Salz oder ein Essig ist genauso wichtig wie der Steinbutt oder wie der Carabinero oder was auch immer, der Kaiserkranat. Also alles für sich muss dann schon wirklich auch ja, ohne Zweifel sein. Es gibt nichts Besseres. Ja. Das bestimmt auch, woher die Produkte kommen. Wir beziehen uns unsere Sachen eigentlich aus der ganzen Welt und es kommt immer auf das Produkt an. Die Region ist nicht wirklich das Relevante, sondern die Qualität. Und wenn wir hier in der Region was finden, dann fließt es auf jeden Fall mit rein. Bei gewissen Lebensmitteln ist es eher schwierig. Da bedienen wir uns eher so in der Bretagne oder oben in den norwegischen und isländischen Gewässern oder halt in den spanischen Gewässern, sei es Atlantik oder dann halt auch Mittelmeer, weil ich halt finde, dass ich das eher bin. Mit seiner Küche will er Erinnerungen wecken. Und von den Produkten her und teilweise auch Gerichte, die mich dann zurückbringen, meine Kindheit, wo meine Mutter gekocht hat, natürlich viel rustikaler und in gewisser Weise auch viel authentischer, auf jeden Fall. Nur da was rauszunehmen, den Geschmack irgendwie wieder zu bringen in einer komplett neuen Version und Art und Weise, und dann, das macht schon Spaß. Ja. Aber auch Wien als Standort seines Restaurants inspiriert seine globale Küche. Österreichische Kulinarik neu gedacht. Wir transportieren die Sachertorte nach Italien und wieder zurück. Ja? Dann ist es keine Torte mehr, dann ist es wie ein Ravioli, ein lauwarmes, aber es schmeckt, es erinnert zumindest auch an die Sachertorte und wir machen komplett was anderes draus. Also Dekonstruktion und Rekonstruktion ist ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Arbeitsweise. Bei all den Einflüssen stellt sich eine Frage. Wer bist du denn? Wie würdest du dich denn charakterisieren? Nee, das ist sowieso die schwierigste Frage schlechthin. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Also ich will mich da auch nicht in eine Schublade. Ich bin ein Kosmopolit, würde ich fast sagen. Und bin allen Ländern, Kulturen etc. sehr, sehr offen. Und wird mich da gar nicht irgendwie, ich weiß gar nicht. Also ich bin neugierig. Ich glaube, Neugier an sich ist das Wichtigste, was ein Mensch auch behalten muss. Ja? Weil dadurch entsteht wieder was Neues oder daraus entsteht Mut. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und alles andere weiß ich nicht. Also ich habe keine Schublade, wo ich reinpasse. So wie er selbst lässt sich seine Küche nicht pauschal in eine Schublade stecken. Alles wird in seine Einzelteile zersetzt und etwas Neues und dennoch Bekanntes daraus kreiert. Nostalgie vermischt mit einem neuen Erlebnis, das ganz sicher in Erinnerung bleibt.